Das war hier, was ich noch gucken wollte, ob die Person jetzt da ist. Dieses Schäfchen oder... Nee, Schäfchen. Für dieses Monster. Gucken wir mal. Da haben wir einen Priester... Da haben wir jetzt einen Priester stehen. Da haben wir jetzt einen Priester stehen. Ich weiß nicht, wann der aufgetaucht ist, aber das könnte er sein. Oder? Oh, ich habe so viele schreckliche Verbrechen verübt und so viele Unschuldigungen wehgetan. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber ich kann in die Welt reisen und von meiner Sünde büßen. Ja, wenn ich die Leinlederung und sinnlichen Beistand bieten kann, dann ist er, Bruder. Ich habe von einem Ort gehört, dessen Einwohner einst versteinert wurden. Ich würde gerne dorthin reisen und versuchen, die Verbrechen meiner monströsen Vorfahren zu sühnen. Okay. Gabis Gründergemeinde. Dann gibt es nun tatsächlich. Ich danke euch. Ich muss mich noch vorstellen. Ich heiße Shovi. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, müsst ihr mich dort Anwohnern. Ist es das jetzt? War das? War das die Zuflucht? Wir gehen mal hin. Ich glaube, die. Ach, wie heißt sie denn? Bist du Gabi? Gabi, ja. Oh, hallo. Dank euch sind zwei weitere bekehrende ehemalige Monster in unserer kleinen Gemeinde beigetreten. Das kann ich für heute für tun. Ansehen. Pseudo-Macho ist das, okay. Genau, da haben wir es doch. Okay, der müsste ja hier jetzt sein, der Pseudo-Macho. Ja, hier bist du doch. Ne? Ah, seid gerührt, Freunde. Ich danke euch Leuten vielmals dafür, dass ihr mir von diesen Siedlungen erzählt habt. Wie ihr sehen könnt, habe ich beschlossen, mich hier dauerhaft dienen zu lassen. Meine Tage an diesem wunderbaren Ort verbringe ich nun in Gebet und Reflexion. Ich freue mich sehr, dass wir uns noch einmal begegnen. Ich habe nämlich etwas für euch, mit dem ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen will. Macho Massiv, eine Steintafel. Naja, okay. Ich glaube nicht, dass meine Gebete meine... Okay, apropos, wo wir gerade über Trost für Leiden sprechen, könnte ich euch bitten, eine Person, die ich in Titentorf getroffen habe, über unsere Siedlung Titentorf. Okay, Titentorf. Machen wir jetzt einfach mal. Titentorf. Tütentorp. Und das heißt jetzt erstmal herumfragen, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Okay. Hallöchen, moin moin. Musiker. Kramladen, okay. Tütütütütüm. Ich weiß jetzt nicht, wer es sein könnte, aber... hab ich schon auch besucht hier, nicht wahr? Schatoren? Nein. Professor Wanniger. Ach, hier war doch dieser Turban-Spieler, ne? Jetzt halt die Frage, wo konnte er sein? Ist das vielleicht Professor Wanniger? Vielleicht sogar, wer weiß. Vielleicht bist du das? Ah, vielleicht bist du derjenige.
Ja, da haben wir ihn doch. Was kannst du glauben, was ich da höre? Eine Stadt, die irgendwann mal zu leben sollen? Das klingt nach einem idealen Ort. Ich heiße übrigens Trufus, das würde mich freuen. Cool, da haben wir direkt den nächsten. Nice. Perfect. Perfect. Er ist ein Imitator. Also, ist es auch ein Imitator? Gucken wir mal. So, Magie. Teleportation. Die Zuflucht. Dann gucken wir mal, wo er sich aufhält. Ich weiß ja noch nicht mehr, wie viele es gibt. So, was haben wir hier? Oh, hallo. Dank euch ist ein weiteres Bekehren. So, ansehen. Er ist ein Imitator. Fragment. Knallkippe. Wo könnte er sein? In der Kneipe ist er nicht. Hat sich das hier eigentlich schon verändert? Ich glaube noch nicht, ne? Hier ist er auch noch nicht. Vielleicht sagt er uns ja schon für den nächsten. Das wäre natürlich optimal. Vielleicht ist er ein Priester. Ah, okay. Nein, der ist hier. Von weg, Mensch. Oh, ihr seid das. Tja, mir gefällt's hier sehr gut. Die ganze Siedlung ist voller ehemaligen Monster. Und es gibt keine dämlichen Menschen, die ständig versuchen, mich aufzumachen. Es gibt wahrscheinlich schon den einen oder anderen Menschen, der in Ordnung ist. Du bist ja das beste Beispiel dafür. Hier bitte nimm das. Das ist meine Art, Danke zu sagen. Knallklippe, eine Steintafel. Mal gucken, ob wir die auch noch machen werden. Ich kann das nicht fassen. Endlich kann ich eine traurige Kugel schieben, ohne ständig gestört zu werden. Eine unschätzbare, wertvolle Erfahrung. Apropos, auf meinem Weg bisher habe ich eine Geschichte aufgeschnappt. Es ging um einen Jungen, der unbedingt Abenteurer werden will. Er ist wohl fest entschlossen, die Welt zu erkunden. Und als erstes Reiseziel hat er ein berühmtes windiges Tal oder sowas in der Richtung ausgekoren. Oh, okay. Da weiß ich ja, wissen wir auch schon mal Bescheid. Teleportation und zwar Tal des Windes. Dann gucken wir mal, ob wir ihn finden werden. Oh, sehr gut. Holen wir uns jetzt mal ein paar Münzerchen. Ich weiß mal nicht, was dann passiert. Wenn wir alle gefunden haben. So, willkommen. Ja. Okay. Du bist es nicht. Heißt erstmal wieder suchen. Ist die Frage, ob es ein. Ah, ne, ist ein Junge, ne? Wir müssen nach einem Jungen suchen. Ich glaube nicht, dass der Priester es sein wird. Da glaube ich jetzt auch nicht. Vielleicht hier in der Herberge hält er sich auf. Schade, oder? Warte mal, da ist eine Truhe, die wir öffnen können. Nein, nehmen wir den Zauberschlüssel. Wir bekommen 540 Goldmünzen. Er ist es nicht. Vielleicht einer der Boomerang-Kinder? Mal schauen. Ich hoffe, der taucht jetzt auf. Oder der ist aufgetaucht. Ich weiß auch gar nicht, ab wann tatsächlich derjenige aufgetaucht ist.
einer von denen. Vielleicht taucht er auch noch nicht auf. Ja. Ich nehme jetzt mal alle männlichen. Ach so, der ist ein Kramladenhändler. Schade. Ist das noch nicht der, den ich gesucht habe? Vielleicht ist er noch gar nicht da. Wer weiß, wer weiß. Warte mal, da ist eine Truhe, die wir öffnen können. 10 Goldmünzen. Zauberschlüssel. Nix da. Mich hält hier nichts auf. Grelles Gewand. Ich will aber die in der Mitte haben. Silberplatzer. Okay. Ist so vielleicht derjenige, den ich suche? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, du siehst auch nicht so in Art wie ein Reisender aus. Aber hier ist ein Schwein. Hier ist aber mein dickes, fettes Schwein. Du bist es, glaube ich, auch nicht, ne? Gut, denn... Weiß ich auch nicht, wo er sein könnte. Aber wir haben immerhin schon mal zwei neue. Also gerade... Ja, doch, zwei neue. Ja. Der wollte zum Tal... Zum ein windigen Tal. Und das ist eigentlich das hier. Bis jetzt habe ich ihn leider noch nicht gefunden. Vielleicht bist du derjenige. Ja, okay. Ja gut, dann muss ich mal gucken. Vielleicht weiß einer von euch Bescheid und kann dann mal was sagen, wenn ich ihn jetzt nicht finde. Nee. Da war aber noch eine Treppe, die nach oben führte. Und zwar die... Nee, die führt nach draußen. Achso, das war... Das war die, okay. Ja, ich würde sagen... Ich habe ihn nicht gefunden. Den jungen Reisenden, sein erstes Ziel. Oder ich habe noch nicht aufgepasst. Egal. Teleportation, Tempel der Mysterien. Wir legen jetzt die letzte Insel und dann mit den Schreinen. Ja. Muss ich mal schauen. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht ist es ja Secret. Das kann auch sein, dass wir da erst nach der Hauptstory kommen oder so. Weil es gibt ja noch ein Schrein. In ein Gebiet, wo wir ja nur mit den Universalschlüssel reinkommen. Vielleicht führt das ja irgendwo dahin. Da war ja auch noch ein Portal. Da kamen wir nicht hin. So, jetzt kommt die letzte Insel. Bam! Die letzte Insel! Okay, na, das ist eine kleine Insel. Warum ist hier weiß? Warum ist hier weiß?
Okay, das ist eine Brücke. Hier ist eine Brücke. Jetzt passt das. Ferner sind perplexed. Nee. Wir gehen auf Offensiv. Hitzewelle. Und Felswurf. Und die anderen beiden greifen einfach an. Das reicht eh meistens aus, die beiden. Ja. Easy. So, ich wollte mich mal hier umschauen. Warte mal, dieses pinguinartige Vieh. Swinguin. Swinguin. Festbrocken. Oh, davon sind schon mal drei down. Okay, ist hier irgendwas Besonderes? Ah, da haben wir doch eine Truhe. Ein Gebetsring. Sehr schön. So, wir haben noch ein Gewand bekommen. Ein grelles Gewand. 28. Ich glaube, das will keiner mehr. Ne, das will einfach keiner mehr. Kann ich eigentlich verkaufen? Ich sollte mal auch verkaufen und mal neue Sachen verkaufen. Das, was wir wirklich nicht mehr brauchen. Aber ich glaube, das werde ich mal dann offscreen machen, dass ich dann mal wirklich mal, mal die Leute ausrüste. Ich muss noch mal gucken, wo es aktuell die beste Rüstung gibt. Vielleicht jetzt hier in der Stadt. Oder dann in der Vergangenheit, in der Gegenwart. Ich weiß es nicht. Und ein bisschen trainieren schadet auch mal nicht. So, dann gehen wir jetzt mal in das Königreich. Und mal schauen, wo wir hier gelandet sind. Okay, ein Fragment. Palast von Arboding. Keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht lesen. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal ein Fragment. Direkt hier. Muss ich das da suchen? Also ich sehe hier nichts. Normalerweise, wenn es so blinkt, ist das Fragment auf jeden Fall da. Willkommen in Arbardos. Man nennt diesen Ort auch schwimmende Stadt. Den Grund dafür muss ich euch sicher nicht erklären. In meinem Glück fühlt man sich hier aber eher wie in einem Gefängnis als in einer Stadt. Die Monster haben mir das Sagen, wisst ihr? Nun, ich weiß zwar nicht, warum ihr hier seid, aber an eurer Stelle würde ich schleunigst von hier verschwinden. Ja, das sagt jeder und da höre ich nicht drauf. Ich werde ganz sicher nicht verschwinden. Meine Mama hat vorgestern ein Baby zur Welt gebracht. Ist das nicht toll? Ich habe es noch nicht gesehen. Okay. Okay, hier ist die Kirche. Das Monster hat das Sagen. Hm.